Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mein Name ist Martin Franz. Ich arbeite in Berlin bei Vivantes im Klinikum Kaulsdorf. Eine meiner Leidenschaften, wenn nicht die Leidenschaft schlechthin, ist die Regionalanästhesie. Und so freue ich mich, dass wir uns damit jetzt die nächste Zeit beschäftigen werden. Und heute konkret geht es um die Regionalanästhesie der oberen Extremität. Und schauen Sie mal, was es da so für Möglichkeiten, aber auf Sie einrede, sind Sie dran. Sie anästhesieren eine Patientin zur Osteosynthese des Epicondylus medialis humeri, also Ellenbogeninnenseite. Welches Regionalverfahren wird hier ein nicht schöner Trick, um die Scalenuslücke gut aufzufinden, ist, dass Sie viel weiter unten anfangen, dass Sie mit Ihrem Schallkopf nah an die Clavicula rutschen oder sogar sozusagen bis runter zur Clavicula rutschen, so ein bisschen in Richtung Thoraxapertur schallen. Und dann werden Sie dieses Bild hier sehen. Sie werden hier eine pulsierende Arteria subclavia sehen. Hier sehen Sie die hier möchte ich Sie erste noch hinweisen Rippe. Auf einen Fallstrick. Es gibt nämlich eine Arteria transversa colli oder auch Arteria cervicalis superficialis, einen Abgang aus der Arteria subclavia. Und wie Sie hier sehen, die läuft nur wirklich genau über den Plexus brachialis und genau auch dort, wo wir unsere Blockade machen. Ist eben, dass Sie sich überlegen müssen, wo wollen Sie Ihre Blockade haben. Also jetzt nehmen wir mal eine Radiusfraktur. Die ist ja hier daumenseitig. Ne? Da müssen Sie also hier den Nervus musculocutaneus immer mit betäuben, weil der den kutanen Endast oder das Hautareal über der Radialis-Fraktur innerviert, dann natürlich auch den Nervus radialis an sich, der dann in der Tiefe den Knochen. Haben Sie nun innerviert. Möglichkeiten, das Ganze zu adressieren mit Ihrer Nadel? Sie können eben entweder out of plane punktieren, quer zum Schallkopf, oder in plane innerhalb der Schallebene. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Da gibt es auch noch keine harten Daten dafür, was nun besser ist als das andere. Da werden sicherlich in den abendlichen Diskussionen Preise, die hier austreten. Ich würde fast mal sagen, das ist hier die Wurzel C4. Denken Sie ans bewegte Bild, nur dann kann man es wirklich entscheiden. Aber die gehen hier raus aus den Querfortsätzen und verteilen sich dann in diesen Bereich hier in die Zervikale. Wenn Sie rausgefunden haben, ja, wo fehlt denn meine Anästhesie, dann machen Sie sich klar, wo diese Einzelnerven laufen, und wir können in der Ellenbeuge eine ganze Menge noch retten an unseren Plexen und dann zum Beispiel hier den Nervus radialis, der hier zwischen Musculus biceps und Brachioradialis liegt, finden. Und das sieht dann im Ultraschallbild zum Beispiel so hier aus, und das lässt sich dann schön mit 5 oder meinetwegen 10 Milliliter Lokalanästhetikum nochmal injizieren.